Aus dem Weltall zurück auf die Erde springen, das hat Felix Baumgartner gemacht. 40 Kilometer über New Mexico ist er abgesprungen, also eigentlich aus der Stratosphäre. Aber als erster Mensch hat er mit einer Geschwindigkeit von 1361 km/h die Schallmauer ohne Flugzeug durchbrochen. Er wurde dabei Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius ausgesetzt. Man denkt, das Problem dort oben wäre Luft zu bekommen, aber das eigentliche Problem ist, falls man sich beim Fallen anfängt zu drehen, da man ohne den Luftwiderstand nicht wieder in eine stabile Flugposition zurückkommen kann und den G-Kräften hilflos ausgeliefert ist. Der Sponsor Red Bull hat mit 2 Jahren Vorbereitung gerechnet. Aber als er 2012 abgesprungen ist, war es nach 7 Jahren Planung gewesen.